Herzlich willkommen, Leute, zur nächsten Episode The War Z. Uns hat es leider in der letzten Episode erwischt, aber wir hatten Glück. Also wir haben beziehungsweise diese eine Stunde abgewartet mit der Aufnahme und sind eigentlich in der Nähe unserer Leichen gespawnt und zusammen. Ja, Hallo. hallo. Und ob die Leichen noch da sind. Ja, ist ja eher ein Reserver. Die sind aufgestanden und weggelaufen. Das Also finde ich. wenn es jetzt nicht Zufall war, das kann man dann erst beim nächsten Mal sehen, das sind ja die beiden Charaktere, das sind auch die beiden vom Namen her, die halt erschossen wurden. Wir haben keinen neuen Charakter erstellt und haben nicht mit einem anderen weitergespielt. Dass man da spawnt in der Nähe, wo man gestorben ist, dann ist das auf jeden Fall schon mal ganz nett, gerade für die Aufnahme, weil man dann halt so fortsetzen könnte. Wenn es jetzt natürlich nicht allzu oft passiert mit dem Sterben hintereinander, dann kann man sagen, okay, wir warten die Stunde, sind dafür wieder in der Nähe und müssen uns nicht suchen. Finde ich, ist ganz cool. Könnte man einfach auch mehrere Sets von Charakteren haben, die dann quasi, wenn die beiden tot sind und einer von beiden, dann geht halt da die nächste Gruppe weiter. Ja, dafür müssen wir dann halt, ich sag mal, maximal drei. Ja, zwei sollten schon für etwa Obwohl ja dickere eh Sachen zwei übrig werden sein. schon reichen. Wir haben ja vor zu töten und nicht zu sterben. Wobei wir jetzt wahrscheinlich nicht überleben werden, wenn es immer so läuft wie beim letzten Mal. Aber diesmal sind wir unbewaffnet. Immer noch ein unbewaffnetes Lager rein. Ich habe mir übrigens die Aufnahmen mal angeguckt, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du dich bei der Orientierung verloren hast oder dann später ich. Du warst gar nicht am Ende an der Wand. Du warst genau da gestorben, wo wir angefangen haben. Habe ich doch gesagt. Du hast gesagt, ich bin ganz hinten. Du bist ganz vorne, hättest du sagen müssen. Und ganz Ich vorne habe war ich. missverstanden. Ganz vorne war ich die ganze Zeit. Ja, du hast immer gesagt, ganz hinten. Ja, Du warst genau, du warst einen Meter neben mir nur. genau, ganz hinten. Das ist bei mir hier hinten, wo wir Nee, hergekommen nee, sind. Das ist das ist für dich hinten. vorne. Nee, das ist die andere Seite ist vorne. Wir haben keine Waffen, ne? Ja, Zombie anlocken. Ich guck mal oben auf dieses Wachhäuschen. Auf dem Turm ist, ich glaube nicht, dass auf dem Turm was ist. Ich hätte jetzt einfach erstmal in die Zelte reingeschaut und hoffe, dass da was leuchtet. Guck mal auf den Mich wundert, Turm. ich bin krank, also in-game, ich bin infiziert. Wird ein bisschen halten. Oh Noch geht's. Wir müssen Gegenmittel finden. oh. Also ich bin in-game nicht infiziert, mir geht's so gesundheitlich nicht so gut. Die Notiz. Notiz CL22S. Okay, jetzt wissen wir es. Sind die Zelte leer? Ich habe auf jeden Fall einen angelockt, das ist nicht schlimm. Ich Ich laufe auch. einfach. Immer mal wieder sprint, nicht durchgehen. Die holen dich eh an, wenn du nicht mehr sprinten kannst, habe ich dir ja gesagt. Ja. Daher dich nur nicht ansnacken lassen. Oh! Nur nicht einstecken lassen, Nom. Okay, toll, da war eine Bandage und ein Hut und ich heb die Bandage auf. Der Hut wäre viel wichtiger gewesen. Ah, ich hab schon einen Hut, habe ich nicht angezogen. Ein Cowboy-Hut. Hallo Zombies. Ah, da liegt Painkiller. Und ich habe nochmal Zombies angelockt. Ich hab vier jetzt, aber ich sehe hier auch nichts. Ich hoffe, dass du das bist. Auf Metall renne ich gerade nicht rum, nee. Da steckt oben in dem Wachturm einer drin. Er ist oben in dem Turm. Ja, hier liegt ein Rucksack. Aber ein kleiner. Er schießt bis jetzt aber nicht und hat keine Waffe in der Hand. Zumindest zielt er nicht. Das ist aber auch nichts zu bedeuten. Da liegt eine Gasmaske auf der Mauer. Komm, springen. Ah. Zombies können glücklicherweise nicht klettern, glaube ich. Kommt ihr auf den Wachturm nicht auf? Oh, Nee, ich stehe auf Entschuldigung. der Mauer. Das Problem ist, sie können nicht klettern, aber sie bleiben auch hier stehen. Ah, ich hätte den Taschenlampe einpacken sollen. Will den Hut aufsetzen. Zack. So. War wichtig. Ich kann eine Gasmaske. Also ich kann. Jetzt, das Problem ist jetzt halt, riskiere ich es und renne auf den Turm hoch in der Hoffnung, dass da oben was liegt. Weil wenn ich oben bin, komme ich auf jeden Fall nicht mehr runter. Okay, hier liegt eine Pistole. Komm mal. Und Oh, weiter. du hast eine Pistole, das ist cool. So, null Schuss, verdammt. Hätte jemand hier liegen lassen. Oh Gott, ist das deine Gruppe, die da hinten rumrennt? Ich hoffe doch. Bist du das da? An den. Ja. Ja, hier ist meine Gruppe. Oh, toll, deine Leute haben gewechselt. Ich habe auch ein paar. Nee, jetzt habe ich die Großteil von deiner Gruppe. Ach Mann, warum ist die So, Piste schauen wir mal, leer? ob der da oben noch drin ist. Und ich weiß, dass man hier drauf kommt und dann kommen die hier nicht hoch, aber das Problem ist, sie gehen auch nicht weg. Nee, sie wollen mich haben. Hier, sammeln sie sich da. Auf Turm Nummer 1, also das ist da, wo wir reingekommen sind, links ist auf jeden Fall was drauf. Ja. Oh. Ah! Schnell die Painkiller einpfeifen. Oh fuck! Warum ist keine Oh Waffe? nein, meine Spinnenanzeige ist ja alle. Lauf! Ah, scheiße!
Ich springe ja von dem Wachturm auf die Mauer. Ah, ich habe sie rankmäßig abgehängt. Nein, hier oben ist eine Bandage. Ich bin auf die Landsäcke gesprungen. Und dann auf der anderen Seite schnell runtergerannt und am letzten Sprint. Ah, komm! Eine Distanz hier, um sie loszuwerden. Oh Gott. Schnell Bandagen nehmen. Nur ein Hut, leider. Aber mir waren Bandagen oben, aber... Ich glaube, ich bin die Zombies losgeworden. Hing jetzt da... Oh Gott, da oben will keiner... Wenn da oben einer ausgelockt ist, der wird sich so ein... erschrecken und dann sofort sterben. Ich bin jetzt außerhalb der Mauer. Ich bin auf der Mauer. Ja, da war ich gerade drüber gesprungen halt und guck an dieser Absperrung, aber da ist nichts zu finden. Oh. Doch. Oh, ich habe... Ich glaube, ich bin sie losgeworden. Rucksack im Fall. Ja, den hab ich schon gesehen. Ich bin sie losgeworden. Jetzt sitzen da oben auf dem Turm 50 Zombies, die verbuggt sind. Aber einer hängt mir an einem Bug. Ah, hab ich verloren. Wo genau bist du? Da wo wir nicht. Die andere Seite, wo wir nicht reingekommen sind. Also hinter der Mauer. Ich renne jetzt am Wasser jetzt. Ich bin auf der anderen Seite. Also ich bin nicht am Wasser, sondern so, wie wir halt weitergehen würden. So wie wir es ja eigentlich geplant haben, wenn wir es überlebt hätten. Wollen wir dann weitergehen? Weil hier gibt es ja anscheinend nichts. Ja, ich bin hier oben. Okay, ich versuche also ich bin schon auf dem Weg dahin. Also Zombies zu umgehen. Außerhalb des Lagers, einfach links auf der Straße. Ja, ich bin ein bisschen weiter. Ja, ich sehe dich. Hoffe ich, dass du das bist. Ich hab einen Cowboy-Hut. Ich hab eine Pistole und eine Munition. Oh. Oh, oh, einer hab ich gehört. Ah. Mit dem Pistolenkolben kann man doch auch zuschlagen. Gib's auf, Tommy. Gib's auf. Okay. Wir rennen jetzt nach Smallville. Ja. Oder wollen wir noch kurz in die Farm reinsehen? In die Schuhne-Farm, oder wie sie heißt. Ich kann ja dann. Ach, da links ist er. Bandit. Wer? Der SMK Usain Court. Der Sniper für alle hat. Oh, wo bist du hin? Ich hab dich irgendwas im Augen verloren. Wir waren noch geradeaus, einfach nur gelaufen. Okay. Viele Banditen hier drauf. Eins. Oder No Friend Quadrat. Takabu. Michael Knight. Das Auto da was. Stell dir mal vor, das wäre jetzt das eine einzige Testauto auf der ganzen Map und dann können wir jetzt rumfahren. Sieht aber nicht so aus, als wenn was drin wäre. Hallo? Nix. Oh. Sprint. Caspar hat das Spiel nicht verstanden. Ja, ist doch klar, ich würde erst mal gucken, wer. Der schreibt Free Snipers für alle und ist Bandit, ey. Klar. Ich muss jetzt gleich irgendwas erreichen. Ja. War hier ein Grafikfehler, weil hinten liegt gerade eine Lampe im Wald. Hier ist ein Grafikfehler. Mein Funkkontrakt bricht ganz kurz ab. Wo
Walkie-Talkie spricht. Westliche Safe Zone. Es gibt aber keine westliche Safe Zone. Hier müsste irgendwas sein. Ja. Die Frage ist, wo ist die westliche Safe Zone? Es gibt nur die östliche und die nördliche und die südliche. Nee, hier auf der Karte muss irgendwas sein, weil gibt es hier nichts. Hier ist die Farm, so müsste da vorne sein. Na, ich kann nicht mehr sprinten. Mit deinem Farmgebäude. Ein Traktor, ein LKW. Eine Rutsche. Viele Zombies. Wenn wir jetzt eine Taschenlampe hätten, um wenigstens die Zombies platt zu hauen. Flickflack drüber. Das eine Farmgebäude kann man sogar rein. Das ist eine Scheune, die ein Desert ist, so eine große, wo links und rechts die Schrotflinten liegen. Komme ich über den Zaun, um die Zombies zu aggroen? Wir werden es gleich herausfinden. Ja. Und wir haben eine... Na toll, ein Gegenmittel. Wo bist denn du drin? Du bist in der Scheune oder was? Ne, ich bin hier in dem weißen Haus jetzt, an dem Spielplatz. Ja, ich glaube ich in der Scheune was. The Flair. Ah ja. Ich will mich sogar mit der Taschenlampe freuen. Binoculars, Chemlight, also alles was man nicht braucht. Nicht braucht und Wasser wenigstens, aber das war's. Oder hier Note noch. Tag 1, ein Tag, wo war's? Verdammt. Rein mit der Spritze rum hier. Ja. Nix. Leuchtet die Spritze bei dir eigentlich im Dunkeln oder sieht das nur bei mir so aus? Moment. Ah, ich kann dir das Oberkästchen auch geben. Ich desinfiziere dich. Warte mal in Richtung Smallville gehen. Im Auto liegt auch nichts. Oh Gott, der kommt auf uns zu. Gegen Kühe, damit die nicht rauskommen. Tja, die Kuh ist trotzdem rausgekommen. Nicht lange, nicht weit. Ah, Smallville ist noch da. So ein sehr streckenlastiger Part wieder gewesen. Also sollten uns, bevor wir jetzt noch Smallville reingehen, hier irgendwo unter einem Baum setzen, kurz. Da vorne dann in den großen. Kreuzung hier schön. Alles klar.
zum nächsten Part mit The War Z und dann geht's ab nach Smallville. Macht's gut. Tschüss.